Also in der Auswertung haben wir Folgendes gesehen. Diese 4,3 cm waren die richtigen. Hier gab es Konstruktionsfehler und die Abweichungen nach links und nach rechts sind kleine Ungenauigkeiten gewesen. Wir haben uns wie folgt geeinigt. Wir werden also dieses Geodreieck nehmen, was so aussieht, wenn ich es jetzt so hinlege, dass es hier abgeschrägte Kanten hat, damit man besser malen und besser ablesen kann. Diese abgeschrägten Kanten, das sei unser Maßstab. Gut, kommen wir zu einer nächsten Variante, wie man auch Dreiecke konstruieren kann. Ich schreibe es mal ganz bewusst so hin. Groß S, klein S und W. Was wird dahinter stecken? Wir haben uns jetzt mal Gedanken gemacht. Groß S, klein S heißt große Seite, kleine Seite. Die Buchstaben habe ich jetzt erstmal einfach so rangeschrieben. Wenn ich sage, wo soll der Winkel liegen können, dann kann er nicht hier liegen. Hier geht das nicht. Denn dann wären wir wieder bei eingeschlossenen Winkel, Seite, eingeschlossener Winkel, Seite. Also Schenkel, Winkel, Schenkel könnte man auch sagen. Sondern das geht hier also nicht, das ist unmöglich. Der muss entweder hier oder hier liegen. Aber jetzt gibt es noch ein kleines Problem. Was ist, wenn wir jetzt sagen, der liegt hier und ist aber so groß? Hier gibt es nämlich ein kleines Problem. Merken wir das? Guck mal. Da kann ich jetzt hier, wenn ich jetzt hier mit einem Zirkel irgendwie einen Kreis mache, werden die sich nie mit diesem großen Winkel schneiden. Hier gibt es noch ein Problem. Machen wir es mal so. Ich habe hier wieder eine Seite und ich lege den Winkel hier an. Und der Winkel ist so groß. Ja, dann wird diese Seite, wie komme ich da hin? Ich könnte die Seitenlänge nämlich hier einstechen und hier ermitteln lassen. Also hier müssen wir uns mit der Konstruktion was einfallen lassen. Diskutieren wir das erstmal schnell durch.